Guck mal, wir können ja manchmal von den Tieren so viel lernen. Es gibt ja diese Affenart. Was heißt Affenart? Das sind Affen. Schimpansen, so eine Schimpansenart. Bonobos. Die geilsten Affen der Welt. Die leben so am Kongo. Ey, geil. Und die sind den ganzen Tag nur am Tackern. Den ganzen. Das ist bei denen so ein Gesellschaftskonzept. Deswegen haben die nie Stress. Bevor sich einer streitet, wird er erstmal durchgelassen. Und dann hat er wieder gute Laune. Das müsste. Ich habe auf Arte so eine Dokumentation gesehen über Bonobos am Kongo. Da steht so ein Bonobo-Männchen, steht so am Fluss, versucht so eine Bananenschale mit einem Stöckchen ranzuholen. Eine Stunde ist ja am Machen. Alle sind begeistert. Selbst der Kommentator. Alle ist eine Meister. Er muss nur noch zugreifen. Da geht so ein Weibchen vorbei. Da lässt er alles stehen und liegen und rappelt die erstmal durch. Ne? Und das wäre was für uns Menschen, oder? Ey, Bonobos, die sind so genial. Die haben immer Bock. Die haben immer Bock. Da steht Bonobo-Mama, steht in der Küche, schmiert dem Kleinen eine Leberwurststulle für die Schule. Der Alte sieht da, zack, schmiert er mit. Ja, egal was die macht, der wird immer geil. Die ist am Hemden bügeln, er sieht das, er bügelt mit. So, die geht in eine Beete, er zupft mit. So, mittags, Mutti versorgt sich notdürftig mit Bepanthen, legt sich in die Sonne, der Wind dreht, streicht ihr durchs Fell, schon wird der Alte wieder scharf. Das sind so geniale Tiere, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ey, das ist so geil. Die haben auch keine Eifersucht untereinander. Da kannst du auch mal schnell zur Nachbarin rübergehen und da mal eben einen wegstecken. Da sagt der Nachbar noch, ich hol mal Bier. Der ist noch begeistert, weil er etwas weniger Arbeit hat. Die sind so geil drauf. Da gibt es auch keine Standesunterschiede. Da fährt keiner Mercedes. Da lässt sich keiner die Hupen machen. Da hat auch keiner High Heels und so. Das ist denen scheißegal. Wahnsinn. Da geht auch keiner in Puff. Die haben eh keine Tasche im Fell fürs Geld. Ja, aber. Und wenn du Kreditkarte durchziehst, werden die wieder geil. Da geht's wieder zusammen. Hey, das ist so. Auch die Kinder. Die Kinder müssen kein Abitur machen. Hauptsache, die können dübeln. Hey, das ist super. Jetzt stellt euch das mal bei uns Menschen vor. Wäre das denn nicht genial? Ich meine jetzt nicht hier heute Abend, aber ab morgen. Ja, stell mal vor, du kommst aus der Firma. Ne? Hast Sonnenhals, weil der Alte wieder so scheiße drauf war. Ja, jetzt kommst du nach Hause, du schellst schon freihändig an. Ding doch. Mutti kommt aus der Küche, um die Tür aufzumachen. Die letzten 2 Meter macht die schon rückwärts. Ja. Tür auf, jetzt kriegt die den Stimmungsaufheller untergehoben. Beim Kaffee ist doch schon wieder gute Laune. Ey, das ist doch so geil. Jetzt sagen vielleicht einige von euch, komm, Atze, ich werde zwar jetzt ein bisschen heiß, aber ich bin trotzdem treu wie Gold. Ja, wie Udo Jürgens schon gesagt hat, Treue ist keine Frage des Charakters, sondern der Versuchung. Ja, wenn der Kühlschrank leer ist, kannst du gut sagen, heute essen wir nichts. Das ist so, die Versuchung. Beispiel für die Männer. Du bist in Hamburg auf Montage. Ladenbau, 12 Stunden, schön geschackert. Du sitzt abends beim Griechen. Da gibt's auch mal Uso aufs Haus, 3 halbe drin, 5 Uso. Du bist schön auf Flughöhe. Ah. Plötzlich steht sie neben dir, Silvi Mais. Geschminkt wie Bambi auf Ecstasy. Also so wie eben. Jetzt steht die neben dir, fischt schon mit ihren rot lackierten Fingernägeln durch deine Matthias-Reuse und flüstert dir auf Holländisch ins Ohr. Dach, mein lecker Klönchen mit den gebackenen Povertjes und der Frikandel Spezial. Ich will your fietsen bei Letto von my Drempels in den Durchgangverkehr. Wenn du jetzt Nein sagst, verliert selbst deine Frau den Respekt vor dir. Ich sehe, wie die Frau mit dem Kopf schüttelt. Beispiel für die Frau. Mädelsnachmittag in Hamburg. Ja, schöner Ausflug, gleich 3 Tage. Aber Samstagsnachmittag zur freien Verfügung. Du stehst im Nespresso-Shop. Ja, Georg ist auch da. George Clooney inside. Jetzt sagen vielleicht einige Frauen, nein, George Clooney ist nicht mein Typ. Ist doch scheißegal, dann nehmen wir einen anderen. Brad Pitt, Bradley Cooper. Von mir aus auch den Dicken von Hangover. Kann ja alles sein. Ne? Oder den Chinesen. Den musst du gar nicht erst ausziehen, ne? Und kannst im Kofferraum tragen. Darauf. George Clooney. So, du stehst im Nespresso-Shop als Frau. Vorne bestellst du eine Stange feine Milde. Hinter dir steht George Clooney. Er flüstert dir auf Italienisch ins Ohr. Ciao, bella. Una festa sui prati. Il parmigiano, il diavolo. Vino tinto blanco. Dazu drückt er noch seinen arroganten Meinungsverstärker an deinen Oberschenkel.
Aber ihr würdet ja alle Nein sagen. Das ist klar. Die alten Leute, die sagen doch immer, du bereust am Ende des Lebens nicht das, was du getan hast, sondern das, was du nicht getan hast. Das kriegt doch keiner mit. Was denkt ihr denn, dass da einer aus Lünen vorbeikommt und sagt, immer, wir haben die Mano gesehen mit George Clooney. Ja, sicher. War der Papst auch dabei? Nee, er nicht, aber sie. Total bescheuert. Jetzt nimmt George dich noch an die Hand. Es geht wie bei Pretty Woman aufs Hotelzimmer. Was heißt Hotelzimmer? Die Präsidentensuite. So groß, du siehst die Erdkrümmung. Im Whirlpool blubbern 3000 Liter Ahoi-Brause. Bah. Auf der Alabaster-Bettwäsche steht eine Schale mit frischen Erdbeeren. Vanilleeis und Honig kommen aus dem Dosierspender. Wow, chicka, wow, wow. Der teure Champagner läuft dir literweise durch deinen Klempner-Pfirsich. Jetzt packt George auch noch das Collier aus. Und legt es dir an und sagt, ciao, Bella. Ich liebe dich, ich zieh mit dir nach Scharnhorst. Das ist Liebe! So, jetzt pustet George dir noch durch deine Nackenhaare. Er leckt dir die Schokoladenraspeln vom unteren Rücken. Ich weiß, was die Frauen jetzt denken. Aber ihr müsst es doch nicht sauber machen. Das Hotel gehört doch George. Da sagen trotzdem viele Frauen, nein, ich mach das nicht. Ich bin zu gläubig. Ich glaube an die Wiederauferstehung des Fleisches. Wir bleiben liegen. Aber ey, diese Glauberei, das ist doch Wahnsinn. Ne? Heilige Jungfrau Maria, die hat sich nur nicht erwischen lassen. Ne? Unbefleckte Empfängnis, ungeöffnet wieder zurückgeliefert worden. Oder was? Die tanzt da oben jetzt bestimmt nicht an der Stange. Natürlich, während unten in der Hölle dem Teufel schon die Hufe gelutscht wird. Vielleicht ist die Hölle doch gut. Vielleicht wollen wir in die Hölle. Was hat AC/DC gesungen hier auf dieser Bühne? Highway to Hell. Nicht Highway to Muttertag. Ja, sicher. Vielleicht ist das doch gleich. Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Nicht Apfelschorle, Schnittchen und unserer Mutter. Ja, sicher. Sogar Prince hat doch gesungen. Ja, sexy Motherfucker. Der hat doch nicht gesungen, Werner schlägt sich wacker. Tom Jones. Was hat der gesungen? Sex Bomb, Sex Bomb. Der hat doch nicht gesungen, Toastbrot, Toastbrot. Sogar Modern Talking. You're my heart, you're my soul. Nicht die Soul-Eier sind hart. Am Ende der Straße steht ein Haus am See. Nicht das Adilettenhospiz der Caritas. Wer waren denn immer die Loser in den großen Filmen? Die es nicht gemacht haben. Ey, wenn ich das schon höre, Humphrey Bogart, Casablanca. Ich schau dir in die Augen, Kleines. Ey, was eine Pfeife. Bück dich. Da wäre ja richtig gewesen. Gib's doch nicht. Das wäre richtig gewesen. Aber nein, ne? Sex, natürlich Sex. Am Ende des Lebens bereust du das, was du nicht getan hast. Sex and the City, warum war das so erfolgreich? Weil das Sex and the City hieß. Das hieß doch nicht Kaffeeklatsch bei Gisela. Udo Jürgens hat's für uns gesungen. Ich war noch... Na bitte, ihr wisst alle Bescheid. Worauf sollen wir warten? Wir wollen doch nichts bereuen. Worauf sollen wir warten? Bis wir 90 sind, mit dem Rollator und Zivi durch San Francisco in vollgeschissenen Jeans. Man müsste doch bescheuert sein. Das ist der Wahnsinn. Nein. Auf keinen Fall. Nein, ich glaube zu sehr. Ja und, ich bin auch Christ, natürlich. Wir Christen, wir haben den Besten, den wir hatten, den haben wir verbeult ans Kreuz gedübelt. Ja, und Jesus, das war ein super Typ. Was hat der gesagt? Liebe deinen Nächsten. Der Nächste bitte. So war das gemeint, ja sicher. Ja klar, sonst sind wir jetzt alle Buddhisten, dann wechseln wir halt den Glauben. Ja sicher. Die Buddhisten haben ihren Dicken nicht ans Kreuz genagelt. Ja. In jedem China-Imbiss lächelt der dich ölig an mit seinen 12 Armen. Ne? Was meinst du, was da geht mit 12 Händen? Ja, sicher. Ne? Und bei den Buddhisten weiß ja auch keiner Bescheid. Du kannst ja alles behaupten. Kannst du einfach sagen, ich bin jetzt Buddhist. Warum parken Sie auf dem Behindertenparkplatz? Ich bin Buddhist. Oh, Entschuldigung, das wusste ich nicht. Grüßen Sie Ihr Lama von mir. Ne? Und dann auch genial, die Buddhisten haben doch diese Payback-Karte, das Karma. Ey, Karma.
Karma ist doch so geil. Da wird alles vermerkt, was du Gutes und Schlechtes im Leben getan hast. Wenn du viel Gutes getan hast, dann wirst du auf einer hohen Stufe wiedergeboren. Als Angelina Jolie, Bill Gates oder so. Wenn du viel Schlechtes getan hast, wirst du auf einer niedrigen Stufe wiedergeboren. Als Fensterbank. Als Abflussrohr. Oder wenn es ganz schlecht läuft, als Matthias Sammer. Dann ist es aber wirklich scheiße gelaufen. Manchmal ahnt man ja sogar, was man im früheren Leben war. Wenn du oft Sodbrennen hast, war es vielleicht mal eine WC-Ente. Oder du müffelst immer so ein bisschen, war es vielleicht mal eine Fischtheke. Wirst in der Sonne schnell braun, war es vielleicht mal ein halbes Hähnchen. Ja, kann ja alles sein. Die Klitschkos zum Beispiel, die waren sicher mal K.O.-Tropfen. So, und wenn du viel Gutes getan hast im Leben, du hast auch Omas mal bei Grün über die Straße gebracht, ja, dann wirst du in deinem neuen Leben wach, in einem wunderschönen Körper. Du fühlst dich gut, guckst morgens in den Spiegel und was siehst du? Locken und eine Pilotenbrille. So sieht's doch aus. Jetzt sagt der ein oder andere vielleicht, Atze, du hast recht, ich will auch nichts bereuen, ich gehe jetzt auch fremd. Ja, das ist ja gar nicht so einfach. Für Frauen ist das leicht. Ne? Obersten Knopf offen, dreimal nicht Nein gesagt, pst, schon geht's rund. Ne? Schon bist du voll dabei. Aber für uns Männer, ja, wir müssen schon mehr tun. Du kannst ja schlecht zur Nachbarin gehen und sagen, Manu, schab hart. Sagt die, schapendi. Ne? Ist auch wieder hin. Du kannst ja auch nicht morgen früh zu Pek und Kloppenburg in die Damenoberbekleidung. Ne? Stehst in der Kabine, Hose schon auf dem Haken. Deine Königskobra schwingt angriffslustig im bernsteinfarbenen Feinrippenpalast. Was? Jetzt brüllst du noch, Fräulein, Hilfe! Du weißt ja gar nicht, wer kommt. Vorhang geht zur Seite, da steht die Altersteilzeit Monika. Ja. Nimmt ihr Gebiss raus und sagt, herzlich willkommen bei Pek und Kloppenburg. Ja. Jetzt find mal so schnell die Notruftaste in so einer Kabine. Ich hab die noch nie gefunden. Ne? Aber wie machst du's? Ich meine, du willst ja auch nicht irgendjemanden. Du willst ja jemanden, der so dein hohes Tempo mitgehen kann. Ne? Kein Sparringspartner, kein Fallobst. Du willst doch nicht jemanden, der nach 5 Stunden schon sagt, wo ist die Zinksalbe? Ne? Ja. Ja, natürlich. Wo willst du angreifen? Ne? Willst du eher so einen Rappelgestell, wo du beim Knutschen schon denkst, wer hat das Gatter offen gelassen? Ne? Ja. Ich glaube, das ist meine letzte Sendung bei RTL. Aber das ist mir scheißegal. Hauptsache, ihr habt Spaß. Ja, das ist. Ja! Natürlich! Oder du greifst weiter oben an. Eine richtig schöne Milf. Ah, die ist wie so ein Allwetterreifen. Mehrfach geflickt, aber. Richtig aufgepumpt geht die noch über jeden Bordstein. Ja. Oder du greifst ganz oben an. Quasi das Taj Mahal unter den Milfs. Ja, die wird auf Mallorca als Gottheit verehrt. Aber vorsichtig, Männer. Die ist wie so ein Hohlmeter Rigips. Die zieht dir vorm Frühstück schon die Feuchtigkeit aus dem Körper. Und dübelt dich nach der zweiten Tasse Kaffee ins Bällebecken zurück. Wie willst du es machen? Der Trick ist, du musst immer bereit sein. Immer bereit. Wie so eine Handgranate, wo der Splint schon gezogen ist. Mein Vater sagte immer, Junge, wenigstens mal fragen. Und er hatte recht. Wer Sahne will, muss Kühe schütteln. Wie sagte schon Giacomo Casanova, Augen auf beim Eierkauf. Ja. Immer bereit sein. Im Supermarkt. Egal, wo du hingehst. Vor einer roten Ampel. Ja, selbst im Kernspintomographen geht was. Ja, sicher. Wenigstens mal fragen. Meine Nachbarin Ute, die Waldorflehrerin, ne? Vor 5 Jahren hat sie ein Kind gekriegt, den kleinen Philipp. Ja, ich musste mit zur Entbindung. Ich musste mit zur Entbindung, ja, weil kein anderer da war. Ja, Ute hatte was zu tun. Ich sag, komm, hau rein. Ne? Pokalfinale wird gleich angepfiffen. Ja, glaubt doch nicht, dass das irgendjemand interessiert hätte. Hä? Ja, nach 9 Stunden war der Kleine da. Ich habe Philipp auf dem Arm. Kam die Krankenschwester. Die sah vielleicht gut aus. Sollen wir den Kleinen mal waschen? Ich sage, wer kümmert sich ums Baby? Ja.
Ja, abends wurde ich im Kinderbettchen schon gepudert. Aber